Hallo, Leute, ich bin Minecraft. Hallo Minecraft-Freunde, weiter geht's in SkyCloud, genau. Ich weiß ja nicht, was ihr alle vorhabt, wahrscheinlich am Tempel weiterbauen. Ich will auf jeden Fall einen Keller bauen. Und das, der Gang da, der muss weg. Ich möchte den gerne hier so hinhaben. Der Gang muss weg. Wisst ihr, was hier fehlt? Mir fehlt echt die Hebelbühne aus Scrap Mechanic, wo man sich draufstellen kann und sich selber da oben fahren kann. So. Echt, das fehlt hier echt. Dazu. Das ist schon mal ganz gut dafür. Gibt's eigentlich in Scrap Mechanic auch wieder neue Sachen, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe? Es gab letztens wieder ein Update. Mittlerweile gibt es richtig kleine Röhren, die also von der Größe her kleiner sind. So. Ah, okay, da mittlerweile auch dicht. Kissen und halt ein paar neue Blöcke, das die halt, also ein neuer Block. Dann gibt es auch nochmal Blöcke, die sind zum Beispiel, dann kannst du so Schaltung einstellen. Dann kannst du zum Beispiel von allen Seiten einen Knopf drücken. Drückst du zum Beispiel, machst du eine Tür und auf jeder Seite packst du einen Knopf. Und drückst du draußen den Knopf, geht sie auf, drückst du innen den Knopf, geht sie wieder zu. Egal, ob der jetzt unbepowered ist oder nicht, der Knopf, oder an oder aus ist, es funktioniert. Das ist halt richtig cool, das ist halt die XOR-Schaltung. Es gibt dann verschiedene Schaltungen, da gibt es Timer mittlerweile. Du kannst es halt zum Beispiel für den Knopf, kannst es zeitverzögert machen. Das ist richtig gut jetzt. Okay. Ja. Interessant. Wenn ihr irgendwann mal Zeit habt, früher mal zum Beispiel, wenn du sagtest ja wegen YouTube-Stream, können wir irgendwann mal zusammen Scrap Mechanic streamen bei mir. Gerne. Eventuell auch bei dir, du musst den Stream dann nicht im Nachhinein online schalten, das ist ja nicht so schlimm. Wenn ich was streame, schalte ich das im Nachhinein auch irgendwann online. Na gut, weil du sagtest, du willst ja nicht unbedingt auf deinem Kanal etwas bringen, was nicht mit Minecraft zu tun hat, ne? Minecraft-Alternative habe ich auch ein Projekt, das ich hin und wieder mache. Also würdest du auch eventuell Scrap Mechanic machen? Ja, komisch. Was spricht denn dagegen? Gut, okay, gut. Ja, ich meine, Scrap Mechanic ist ja cool, ne? Auf jeden Fall. Gerade ernsthaft, was dagegen spricht, ein Projekt ohne mich zu machen? Wieso denn ohne dich? Jetzt geh weg! Ich frage Michi, du sagst natürlich, was spricht denn dagegen? Mann, du warst ja gar nicht gemeint. Ich hatte Kalle gemeint eigentlich mehr jetzt oder weniger. Jetzt sprichst du nicht mal mehr mit mir. Diese blöden Leg mir doch nicht alles negativ sind die schon am Sterben, die fliegen gerade, also die klappen einmal gerade um, weil du die getötet hast und trotzdem kriegst du noch dein Zeug ab, fliegst einmal nach oben. Noch eine nervig. Münze, dann habe ich 500. Das ist ungünstig. Weiß gar nicht, wo man da hinkommen hat. Warte mal. Wie schaut's bei euch? So. Kann ich dir irgendwie noch helfen? So, da machen wir... Mir? Metas. Warte mal, ich bin hier gerade am Grübeln, wie ich das am... Achso, ich dachte, du bist hinter mir her. ...günstigsten mache. Ich dachte, du bist hinter mir her, jetzt muss ich Airblock wieder rein. Wenn er dann so, der Tempel ist fertig oder nicht, was sagt ihr denn dazu? Findet ihr denn gut so oder muss da noch was geändert werden? Wo muss Adblock rein? Da, wo das Loch ist. Da direkt oder eins weiter hoch? Nee, so. Warte. Wir gehen hier ums Eck. Mach hier mal eine kleine Fackel hin. Na, so, eine, nicht zwei. Bin ich wieder weg? Nein, ich bin nicht gemutet, oder? Warum kann man die Moa-Eier nicht essen? Was sagt ihr denn zu meinem Tempel? Wieso solltest du die Moa-Eier essen wir wollen? Wir gucken jetzt gleich dein Tempel. Ich war gerade voll verwundert. Nein, wir gucken gleich dein Tempel. Weil ich für Metos weggerannt bin, weil da hat er gemeint, dass ich ihn gehauen habe. Das ist... Wieso sehe ich bei diesem Shader nicht die Fackel in der Hand? Also Leuchten in der Hand. Mit Fackel. Ja, weil das bei dem Shader halt nicht so ist. Das soll dann, ne? Opfern wir diese Kuh. So ums Eck geht halt, ne? Ja, so, Kuh geopfert. Guck mal nach dem Tempel. Bin über 500. Okay. Kuh geopfert? Was tust du da? Warte mal. Ich öpfer. Genau, ich öpfer Sachen. Ich öpfer. Ey, du Öpfer. So. Was fehlt da noch? Ein Klappspaten habe ich auch dabei. Ja, warte mal. Jo. So. Ja, stimmt. Mach mal bitte noch ein paar Türen. Weil ich habe jetzt keine mehr. Mein Inventar ist so übelst voll. Warte, ich mach. Jo, ich muss nur da noch eine hin, weil Mietos das will. Ich gehe auch mal ganz runter und mach mal mein Inventar. So. Was macht die blaue Wolke noch? Stämme wollte ich so. Blaue? Wissen. Keine Ahnung. Ach, da haben wir noch eine Was Tür. Ist denn jetzt schon wieder? Da. Das ist gut. Dann, wir bräuchten noch zwei Stück. Zwei Stück? Moment, sind da nicht welche eine drin? Eine hab ich noch. Ja. Eine okay, noch. Brauchst keine mehr. Ich freue mich schon, wenn Lyris wieder da ist. Der ist nämlich gerade in Kanada. Echt? Was denn? Okay,
Fast perfekt. Alter, ich habe ihn ja bei Instagram auch abonniert und sehe die Fotos, ne? Guck mal. Spektakulär, echt atemberaubend. Also, aber ich mache noch welche. Besuchen. Okay. Ich ist echt atemberaubend, die Landschaft dort. Richtig viele Berge und so. Oh, Hammer. So, jetzt muss ich mal gucken. Ja, gut, das ist mir jetzt nicht so wichtig. Ja, genau. So, doch, das ist gerade das gerade das allerbeste in Kanada. Na, keine Natur hast du überall bisher. Ja, aber so geile Natur, wirklich atemberaubend aussieht. So ich finde ja die Landschaft. So, warte, schön. Lass mich meine Türen hier verbauen. Nein. Wir haben ja Wasser hier unten. Ah, das ist gut. Wir einen See haben? Jetzt bleib du. Oh, mein Füße gegen Planschen. So, okay, ja, perfekt. Moment, da wollte ich eh noch was schauen, was ich gesehen habe. Perfekt. Kein Plan, wo ich hier was reinmachen soll. So, Moment. Ja, so. Was machst du eigentlich ja, mit dem Holzeimer? Eiszeug in deinem Inventar. Müsste ich doch theoretisch dafür, Eiszeug? Wir müssen noch ganz viele Türen machen. Ja, viel Spaß dabei. Eiszeug. Bitte, viel Spaß. Meinst du meine Schneebälle? Ja. Ja. Wieso? Ein und zwei. Ich hab nur 16 Stück, der produziert immer nur 16. Oh. Willst du ein paar haben oder was? Und frage ich eigentlich. Die Antwort kenne ich das schon selbst. Irgendwie ist das halt fliegen gelandet. Ja, mal. Oh, bist du nicht wieder drauf gelandet? Über die Hälfte des Lebens hat mich das gerade gekostet. Das ist gemein. Tut mir fast leid. Ja, nur fast, ne? So. Wollen wir hier noch irgendwas mit Wasser leid machen? Ja, mal. Hör auf mit dem Quatsch. Ey, Peters, du musst doch nur wieder auf dem Ding landen. Ja, nein, das ist nicht gut. Nicht. Bin wieder auf dem Weg nein, zu euch? Nein, absolut nicht. Bin ich schon. Oder ins Wasser springen. Weil ich hab da mal so ein bisschen mein Inventar geleert, weil mein Inventar über die Hälfte war meines komplett Lebens komplett proppevoll. Proppevoll war das. Proppevoll. Und meine Rüstung schadet auch. Aber ich habe eine Frage an euch. Bin schwemmen ich eigentlich irgendwie anders als sonst? So leiser oder kann so? Kann man das Gefühl damit nach hört doch mal auf mit dem Quatsch. Was für ein Quatsch? Hier hallo? Den Quatsch. Was ist Leute? Sorry, Kalle, kann ich nicht zuhören, weil ich hier leiser bin als sonst, weil ich habe irgendwie das Gefühl mal mit Aufnahmen, dass mein Mikrofon, also ich bin sich leiser bin, obwohl ja, eigentlich kann, das kann durchaus sein, ja, doch irgendwie schon. Also sonst schreist du viel mehr. Ehrlich? Na gut, ich kann auch ein bisschen mehr schreien, das ist kein Thema, ja, jetzt aber ist es wieder wie normal. Ne? Also, nein. So ist es nicht. Ich jetzt passt auch wieder, wie laut ich dich eingestellt habe. Ach, passt jetzt wieder. Also vorher warst du leise, ja? Nee, ich habe dich ja leiser gedreht, weil du zu laut warst. Ach so, echt? Ja, okay. Also ist das wieder in Ordnung so, ja? Ja, jetzt so ist es wieder wie gewollt. Wie lange läuft denn so hier das Wasser? Ja, okay, jetzt. So geht's auch. Den nehmen wir weg hier. Ich meine, ja, geil, aber... Seitdem ich von der Gamescom wieder da bin, rede ich auch ein bisschen ruhiger. Das stimmt, also ja, nicht mehr so laut. Ich schreie ja, nicht mehr so viel. Hört doch mal auf mit dem Quatsch, Leute. Was wenn für ein Quatsch? Wenn du das Lenkrad erstreamt hast, nicht was für ein Quatsch, dann damit mal Minecraft spielen. Also ach, Entschuldigung, ja? Ich versuche so ein bisschen sein was. Ich habe nämlich auch noch so ein USB-Lenkrad zurechtzukriegen. Hast du mal geguckt, was ja, für ein Lenkrad das ist? Keine Ahnung, das ist irgendein von Logitech, irgendeine billige. Das ist, oh, Alter, das ist die Mutter aller Lenkräder mit Schaltung also, und so. Oder das, was du da willst. Mit Schaltung ist das. Was weiß denn ich? Das ist mir eigentlich egal. Aber zum Beispiel damit was ist mit euch los? Damit spiele ich dann wieder Need for Speed Most Wanted. Das was Nicht immer gespielt haben eine Zeit lang. Links und rechts eben W und hast D. Hast du hier dieses Forstteil da? Forstteil? Dass Forst der ganze Baum weg ist mit einmal. Alter, diese... Oder? Alter, nein, Yama? Nein. Das war ich rede mit, von einem Lenkrad. So. Forstteil aus Holz, oder? Nein. Ich halt, er meint Force Feedback. Genau. Was willst du? Ja, habe ich. Mit Motoren, so, nicht mit Federn. Ja, mit hab ich auch. Ich hab's auch. Oh, cool, das Teil. Meter, das ist cool, dann kannst du ja auch mitspielen, wenn ich das gemacht habe. Nein, nicht im Video. Sag ich dir auch warum. Weil das Ding ist unheimlich laut. Deins ist so laut? Ja. Ich hab es ist voll das cool. G27 rausgesucht, weil das leiseste ist. So ist es ja cool. Nein, das passt nicht. Aber halt zu laut. Wobei? Also ich streame damit. Also ich nehme also nicht viel auf. Ich mache das nämlich dann so, dass meine Facecam zeige ich dann auf das Lenkrad, dass man mein Gesicht nicht mehr sieht und wie ich schalte. Dass man das genau sieht, wie ich schalte und fahre. Ja, mal ist das in Ordnung? Ja. Aber im Moment stirbt mein Begleiter gerade ein bisschen. Okay. So. Okay, machen wir hier noch ein paar. Schade, dass man die Pfeile nicht einsammeln kann. Ja, ne? Giftpfeile oder sowas. Ja, das wäre cool, wenn das ginge.
Und wie auch beim meine, Skelett, wenn man da findet ihr meine schönen gelben, meine schönen gelben Boxhandschuhe? Warte mal, ich baue sowieso Trampolin. Jede Menge. Boxhandschuhe. Oh. Juhu, ich hab Trampolin. Ich bin Rocky Balboa. Ich mach dich kaputt, Junge. So. Ich mit dem Schwert. Schwein, geh mal weg da. Ja, aber deine Fäuste zählen auch als Waffen. Ja, aber die machen weniger Schaden als dein Schwert. Naja. Sag doch mal. Auch, ach, ganz so viel hätte ich gar nicht mehr gebraucht. Ne? Duffy, guck mal. Das so. War okay. Was ist das überhaupt für ein Schwert? Jo, ein Blitzschwert. Oh, Methos, du hast eine Rüstung bekommen. Was? Nein, Glückwunsch. Ist, ich wollte das. Hallo, gib mir mein Zeug wieder. Ach, das ist Jammer, sein Zeug. Was ist das für ein Schwert? Nein, das liegt da einfach nur so rum. Nee, ja, so, aber ich warte. Hilfe, ich muss das. Nö, ich hab hier was. Können wir das mal kurz angucken, das Schwert? Das ist eins aus diesem Dungeon da, aber ich weiß bis heute nicht, was mir das eigentlich so bringt. Ja, das könnte, glaube ich, Jammer. So, das ist auch noch dein Ziel, Jammer. Zack. Oder ich weiß nicht, wie ich das Ding benutze. Ich glaube, den anderen Rotz hatte ich alles schon. Das hier gehört mit Sicherheit auch Jammer. Wollte hier noch irgendwie ein schönes Wasserding hinbauen? Ich verstehe das nämlich nicht. Ich weiß es nicht. So. Ability Obliterate Undead. Warte mal, darf ich dich einmal damit hauen? Mal gucken. Da kann man nicht draufsetzen. Okay. Macht das irgendwas? Auslöschen. Ach so, damit machst du. One-hittest du wahrscheinlich Untote wie Zombies. Ach so, hier war ja noch was. Ja, ach Mist, jetzt habe ich das Schwein getroffen. Das wollte ich eigentlich nicht. Tut mir leid. Komm her, hier. Du hast das Schwein getroffen? Ja. Okay. War gar nicht so geplant, ich wollte die Wolke da weg. Ja! Okay. Die Wanne ist voll! So. Die Wanne ist voll! Was fehlt noch? Wasser! Methos, es fehlt Wasser! Es fehlt immer Wasser. Musst du das warte, so ganz Sachen unrecht hast du gar nicht mehr. Mach die Sache nach oben. Sag ich doch, es fehlt Wasser. Warte, lass mich. Hey, mein Flissi springt mit! Lass mich kurz überlegen. Ich lass dich kurz überlegen. Es fehlt Wasser. Ja. Es ist blöd, dass man nicht so auf den Boden und dann nach oben setzen kann. Auf den Boden und dann nach oben? Ich hab da so einen Gedanken, aber. Okay. Mach hier erstmal eine kleine Quelle hin. Nee, hier keine Kiste hinmachen. Hä? Kalle, ja, diese Steine hier, wo du die Half-Slaps gesessen hast, kann man da auch Treppen rausmachen? Weiß ich nicht, aber keine Kiste machen. Kiste hast du noch solche Steine? Ah, okay. Nein, nicht mehr alle aufgebraucht. Das ist blöd. In der Mitte des Altars ist eine Kiste. Welche Steine brauchst du denn, Methos? Diese hier, wo ich draufstehe. Wachsteinstufe, die sind aus einem Dungeon, oder? Ja. Einfach Dungeon-Steine. Hm. Hast du sowas? Also nein. Ich hab nur noch die Half-Slaps hier. Ja, die nützen mir leider nicht viel. Ich hätte noch normale Steinstufen. Wie gesagt, keine Kiste bitte hinsetzen. Ich hab die Kiste in der Mitte des Tisches reingesetzt. Ich hätte da Treppen draus gemacht. Also hast du da gehört, Methos? Was? Ich hab die Kiste hier reingesetzt. Hier keine Kiste mehr hinsetzen. Die ist hier in der Mitte des Tisches. Ja, die hab ich schon gesehen. Methos. Das Duffy, ja? Ja, ich hab dich doch vorhin schon gesagt vor einer halben Stunde. Die ist doch nur temporär, die kommt da wieder weg. Methos. Kann mal bitte einer die Moas da wegmachen? Bist du schon wieder gestorben? Ja, hier sind gerade viele Moas. Ja, die hier könnte ich dir noch anbieten. So, dann geh ins Haus. Ich schmeiß sie jetzt einfach in dein Inventar. Jetzt warte doch nicht, mal, weil du wieder wegläufst. Die könnte ich dir noch anbieten. Ja, die gehen zur Not auch. Was klingt denn da gerade? Ach ja, Mann, warte mal, ich hab was für dich. So. Jetzt hab ich Angst. Ein Zombie, dass ich mal meinen Schwert benutzen kann. Halt. Flissi, das hatte ich gerade in meinem Inventar. Das gehört nicht mir. Nee. Ich hab dir noch Eis. Hast du gesehen? Mach ich auch schon mal zu. Nein, das ist nicht ganz richtig. Kalle! Guck mal! Hä? Guck mal. Hast du Partikel an in Minecraft? Hast du noch mehr davon? Ich denn das? Kann ich machen. Option? Ich hab doch auch noch hier und diese. Und dann? Performance so, wahrscheinlich? Irgendwas mit Partikeln. Warte, ich pack dir hier was in die Truhe. Particles of all. Okay. Ein paar Steinchen. Option, Grafikeinstellung, aber worauf muss ich gucken? So. Das sind doch dann Partikel, da steht irgendwo Partikel und da muss all stehen oder alle. So, und du hast gesagt, du hast Wasser?
Ach, ja, habe ich. Warte, gib mir bitte die Stufen deswegen. Erst. Also dort ist es, glaube ich, bei Details. So. Alle Stufen. Details. So, jetzt bitte da Wasser rein. Water, trees, rain. No. Perfekt. Nope. Animations. So. Okay. Dann folge ich dir einfach mit meinen Eimern. Partikel ist on, Partikel sind auf alle. Gut, dann guck mal, achte mal über dieses blaue Ding. So, da bitte auch Wasser rein. Über das blaue Ding. Guck, wenn ich da nämlich so mache. So, hier müssen wir dann noch ein bisschen Erde. Da ja. Kannst nach oben schneiden. Bitte gucken, dass es so ein bisschen stufig wirkt. Das Ganze. Ja. Ich habe nur momentan das keine Erde mehr. Abgehackt aussieht. Diese Viecher, ne? Die gehen mir das auch nicht gerade viel. Im Haus ist. Ja, kuhwillig. Ja, hol ich. So. Irgendwo muss hier Erde sein. Es hat gerade nach oben geregnet. Was ist denn da bitte drauf gefallen? Da ist ein bisschen was. Stell dir mal vor, es regnet und regnet es wieder nach oben. Ei! Guck mal, wenn man da Federn drauf tut, dann sieht es aus, als würde es nach oben regnen. Ich schaue hinter dir, ich gucke aus dem Fenster. Ja. Yeah. Dann muss das schon richtig ein würdiger Altar sein. Ja, stimmt. Dafür gib mir bitte mal einen Eimer. Hast du was Eimer? Zu essen, Yama? Ich habe nur diese Heilsteine. Danke. Mein Essen habe ich irgendjemandem geschenkt. Obwohl, stimmt. Nee, nicht so gut, ich habe noch Orangen, sehe ich gerade. Ja, dann machst du das. ironischerweise sind die blauen Wolken von mir hier oben auf dem Dach gelandet. Ach, hier ist schon überall Wasser. Was, du hast sie gedroppt und dann sind wir gelandet? Ja, nee, dann mach bitte das Loch hier zu. Das Ding hat's hochgehauen aufs Dach. Einfach zu machen. Mythos, hast du noch ein bisschen Steinchen? Hier hinter dir ist der Eimer. Hast du noch ein bisschen Steinchen? Im Haus. Okay. Dann sollten wir vielleicht das unter dem Wasser auch kurz auswechseln. Meine Füße waschen. So, endlich. Warte mal, das Moment. Ich habe nämlich noch eine Idee. Habt ihr Zäune? Haut's dich auch hoch, wenn du im Wasser da reingehst? Zäune momentan nicht. Bitte nicht dahin. Bitte nicht dahin. Ja. Da habe ich noch so eine Idee. Ich muss meine Füße waschen, warte. Ich will nicht, dass du deine Füße wäschst. Mein Popo muss auch gereinigt werden. Das ist Wasser unbrauchbar. Ich bin leider im Wald ausgerutscht, hab mein Popo dreckig gemacht. Den muss ich immer noch dann noch. Zaun habt ihr nicht, ne? Nein! Yama! Alter! Ich bin fast hin. Anderthalb Herzen, Halleluja! Ja, ich bin bei zwei. Ich hatte auch mal nicht mehr. Schau doch nicht ab, wenn man hochfliegt. Aber du bist draufgesprungen und hast es nicht unter jemanden anderes gesetzt bekommen. Was tut, wenn ihr auf die Wolken fallt? So. Stattdessen sollen wir uns wehtun, wenn wir nicht auf die Wolken fallen. Schauen wir uns den Altar mal von oben an. Super. Willst du auch hochspringen, Mythos? Geht's eigentlich bei euch jetzt in den Keller? Wo ist denn der mittlerweile? Mythos, guck's dir doch einfach von hier auf dem Dach an. Ich hab hier doch so ein Sprungteil. Also ich würde sagen, das ist doch ein würdiger Altar, oder? Bei mir ist es gerade noch knapper. Ich hab gerade ein halbes Herz noch. Okay, liebe Zuschauer, schreibt mal in die Kommentare, ob euch der Altar gefällt oder ob da noch was fehlt. Wenn ja, dann schreibt bitte dabei, was. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ja, dann müssen meine Zuschauer, denn ich nehme ihn zwar nicht mehr auf. Denkt dran, vergesst nicht zu liken, das kostet euch keine Zeit. Und ja, ich sage auch. Ja, und es kostet auch kein Geld, ne? Ja, wetten das. Okay, ciao. Wie geht's denn bei euch im Keller? Wo ist denn der Keller eigentlich?